Man beginnt mit einer Fadenschlinge. Diese legt man wie folgt. Man dreht den Faden hinter die linke Hand, haltet diese Verkreuzung fest, sticht dann mit der Häkelnadel in die Schlinge ein und holt den Faden durch. Das Ganze sieht dann so aus. Dann häkle ich 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Diese Schlinge auf der Nadel ist meine erste Masche. Aus der dritten, zweiten und ersten Masche fasse ich mir nun jeweils eine Schlinge auf. 1, 2, 3. Jetzt habe ich 4 Schlingen auf der Nadel. Die 5. Schlinge hole ich mir aus dem Fadenring. Dafür steche ich unter diesen beiden Fäden ein und hole den Faden durch. Nun habe ich 5 Schlingen auf der Nadel. Diese häkle ich nun ab, wie wir es beim tunesischen Grundstich gewohnt sind, Faden holen und jeweils durch 2 Schlingen ziehen. Das ist die erste Reihe. Für die zweite Reihe nehme ich hier am rechten Rand eine Masche zu. Dafür häkle ich eine Luftmasche. Diese Schlinge auf der Nadel ist wieder meine erste Masche. Nun steche ich hier in die erste Schlinge ein und hole mir die zweite Masche auf die Nadel. Dann steche ich in die zweite ein und hole mir die dritte Schlinge auf die Nadel. Dann in die dritte und in die vierte. Nun habe ich wieder 5 Schlingen auf der Nadel, die ich nun wieder abhäkle. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Nun ist die zweite Reihe fertig. Jetzt nehme ich wieder am rechten Rand eine Masche zu. Dafür arbeite ich eine Luftmasche. Und diese Schlinge ist nun wieder die erste Masche für die dritte Reihe. Hier aus der Seite, aus der ersten Masche der zweiten Reihe, die zweite Masche aufnehmen und dann wieder wie zuvor aus der zweiten, dritten und vierten Masche ebenfalls eine Masche aufnehmen. Nun habe ich wieder 5 und die häkle ich auch wieder wie gewohnt ab. Nun ist meine erste Raute fertig und ich häkle die Maschen ab. Dafür beginne ich mit einer Luftmasche, die auf der ersten Masche sitzt. Dann steche ich in die zweite Masche ein und arbeite eine Kittmasche. Dann steche ich in die dritte Masche ein und arbeite eine Kittmasche. In die vierte und eine Kittmasche arbeiten und in die fünfte und eine Kittmasche arbeiten. Das hier ist nun die erste Masche für die folgende Raute. Dies hier ist die erste Raute. Für die zweite Schlinge steche ich in die erste Masche ein plus in die darunterliegende Schlinge und hole mir
die zweite Masche. Für die dritte steche ich in die folgenden zwei Schlingen ein und hole mir eine Masche durch. Und für die vierte steche ich in die erste Masche ein, in beide Schlingen und hole mir die Masche durch. Nun habe ich wieder vier Schlingen auf der Nadel. Für die fünfte steche ich in den Fadenring ein und hole die Schlinge durch. Nun habe ich wieder fünf Schlingen auf der Nadel. Die häkle ich wie gewohnt ab, stets zwei Schlingen auf einmal. Nun ist die erste Reihe der zweiten Raute fertig. Ich häkle wieder eine Luftmasche, weil ich hier am rechten Rand wieder eine Masche zunehme. Dann hole ich aus der ersten Masche meine zweite Schlinge und aus der zweiten, dritten und vierten Masche jeweils eine Schlinge, sodass ich nun wieder meine fünf Schlingen auf der Nadel habe, die ich wieder jeweils mit zwei Schlingen abhäkle. Nun ist die zweite Reihe der zweiten Raute fertig. Ich nehme wieder am rechten Rand eine Masche zu, hole aus der ersten Masche der zweiten Reihe die zweite Schlinge und aus der zweiten, dritten und vierten Masche jeweils eine Schlinge, sodass ich wieder fünf Schlingen habe. Und auch die häkle ich wieder jeweils zwei Schlingen zusammen ab. Nun ist die zweite Raute beendet. Ich häkle diese ab mit einer Luftmasche auf die erste Masche, dann in die zweite wieder eine Kettmasche und in die dritte und in die vierte und in die fünfte. Das hier ist wieder die Schlinge für die erste Masche der dritten Raute. Dafür steche ich in die fünfte Masche ein und in die darunterliegende Schlinge und hole den Faden durch. Dann steche ich in die folgenden zwei Schlingen ein und hole den Faden durch. Und in die unterste Schlinge einstechen, also in die erste Masche der ersten Reihe. Und hier in beide Schlingen einstechen und den Faden durchholen. Nun habe ich wieder vier Schlingen auf der Nadel. Die fünfte hole ich mir wieder aus der Fadenschlinge. Diese fünf Schlingen häkle ich wieder wie gewohnt, jeweils zwei Schlingen auf einmal ab. Dann wieder für den rechten Rand eine Masche zunehmen. Aus der ersten, zweiten, dritten und vierten Masche eine Schlinge aufnehmen und diese abhäkeln. Nun ist die zweite Reihe fertig. Dann eine Luftmasche, um eine Masche zuzunehmen und wieder aus der ersten, zweiten, dritten und vierten Masche eine Masche zunehmen. Wieder abhäkeln. Und auch jetzt sind wieder die drei Reihen der dritten Raute beendet.
Ich häkle wieder eine Luftmasche auf die erste Masche und in die zweite Masche, dritte Masche, vierte Masche und fünfte Masche eine Kittmasche häkeln. Und diese Schlinge hier ist wiederum die erste Masche der vierten Raute. Ich steche in die fünfte Masche ein, plus die darunterliegende Schlinge und hole den Faden durch. Dann steche ich in die darunterliegende Schlinge ein und in die folgende und hole wieder den Faden durch. Und in die unterste Masche einstechen, hier durch beide Schlingen. Und nun habe ich wieder vier Schlingen für die vierte Raute und die fünfte hole ich mir aus dem Fadenring. Und wieder die Maschen abhäkeln. Wieder eine Luftmasche, wieder aus der ersten, zweiten, dritten und vierten Masche eine Masche zunehmen, abhäkeln. Nochmals eine Masche zunehmen, aus der ersten, zweiten, dritten und vierten Masche eine Masche auffassen, alle fünf Schlingen wieder abhäkeln und nun ist auch die vierte Raute beendet. Ich häkle eine Luftmasche und insgesamt vier Kittmaschen auf die zweite Masche, auf die dritte Masche, auf die vierte Masche und auf die fünfte. Dann wieder gleich in die fünfte einstechen und in die darunter liegende Schlinge und die zweite Masche herausholen. Dann in die beiden folgenden Schlingen einstechen und die dritte Masche herausholen. Dann in die unterste Masche in beide Schlingen einstechen und eine Masche herausholen und die fünfte Schlinge wieder aus dem Fadenring. Und dann alle fünf Schlingen abhäkeln, wieder eine Luftmasche und aus der ersten, zweiten, dritten und vierten Masche eine Masche aufnehmen, diese wieder abhäkeln eine Masche zunehmen, aus der ersten, zweiten, dritten, vierten Masche wieder eine Masche aufnehmen und abhäkeln. Nun ist die fünfte Raute fertig. Ich häkle eine Luftmasche und vier Kittmaschen. Vier. Dann steche ich in die letzte Masche ein, plus die darunterliegende und hole den Faden durch. Dann in die folgende Schlinge einstechen und in die darunterliegende und den Faden durchholen und in die unterste Masche in beide Schlingen einstechen, den Faden durchholen und die fünfte Masche aus dem Fadenring holen und wieder abhäkeln. Wir sind jetzt an der sechsten Raute. Auch hier wie gewohnt eine Masche zunehmen. Maschen auffassen, auf fünf Maschen, abhäkeln, wieder eine Luftmasche, zunehmen. Wem das zu schnell geht, der kann beim Video zurückspulen, wie ich die zweite und dritte Raute gemacht habe.
Dort habe ich es wesentlich langsamer gezeigt. Und aber die Technik bleibt ja bei allen 8 Rauten, die wir insgesamt benötigen, jeweils gleich. Nun ist die sechste Raute fertig. Ich steche wieder in die letzte Masche ein und in die darunterliegende Schlinge. Dann in die folgenden 2 und bei der untersten Masche in beide Schlingen und die 5. Masche aus dem Fadenring holen. Und das ist nun die 7. Raute. Auch die wird abgehäkelt mit 4 Kettmaschen. Und nun benötige ich noch für die 8. Raute wieder meine Maschen. Steche also in die 5. Masche und die darunterliegende Schlinge ein, in die folgenden 2 ebenfalls und in die untere Masche in beide Schlingen und aus dem Fadenring. Dann wieder eine Luftmasche für die Zunahmen. Und noch einmal eine Masche zunehmen und die Maschen wieder auffassen. Und abhäkeln. Nun ist die 8. Raute fertig, die man auch wieder abhäkelt mit einer Luftmasche und 1, 2, 3, 4 Kettmaschen. Nun schließe ich den Fadenring. Ich habe ja hier einen Anfangsfaden und der Häkelring ist noch zu groß. Ich ziehe also den Anfangsfaden vorsichtig zusammen, sodass sich der Kreis in der Mitte schließt und diesen inneren Stern schließe ich nun mit einer Kettmasche in die erste Masche. Dann schneide ich den Faden ab und ziehe ihn durch. Nun habe ich ja hier noch einen Schlitz vom Übergang von der ersten Raute zur 8. Diesen Schlitz schließe ich mit der Nähnadel, einer der wenigen Nähte, die diese Jacke hat. Ich schließe das also auf der rechten Seite, steche immer in die gegenüberliegende Fäden ein. Und ziehe dann den Faden zusammen. Danach ziehe ich den Faden auf die Rückseite, verknote ihn dort mit dem Anfangsfaden, sodass dieser sich auch nicht mehr auflöst, der innere Fadenring.
und vernähe dann den Faden. Nun ist der innere Stern fertig. Nun ist der innere Stern fertig oder die Blume. Und wir arbeiten dann im zweiten Arbeitsschritt diese Zwischenräume aus. Das zeige ich dann im nächsten Teil.